Coole Waffe im Ladebildschirm. Naja, meine sieht aus wie so ein. Meine ist sehr quadratisch, irgendwie sehr rechteckig. Halbtot? Hier was Schönes. Ah, das kriege ich wieder hin. Scheint nichts anderes als eben auch, ja genau, springen gegen die Wand. Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Es ist ein guter Tag. Ja, sehr gut. Flammenmeister Clayton, lass mich hier reden. Ich bin Clayton ist aber böse. Und du? Ich habe gesehen, wie du die Höhle des Firehawks betreten und unversehrt wieder verlassen hast. Wenn ja, du ich bin unserer halt ein Held. Mutter wirklich dienen willst, musst du eine Prüfung bestehen. Schicke meine Brüder mit einer Feuerwaffe in die ewige Flamme. Dann bring mir ihre Asche. Okay. Hm. Menschen bei lebendigem Leib zu verbrennen, könnte man als zwielichtig bezeichnen. Aber sie wollen es wohl so. Sehr schräg. Tu am besten, was er sagt. Ich mag Lillas Kommentare in dem Fall zu den Sachen, die noch passieren werden. So. So. Ich habe eine Feuerwaffe dabei. Ja, ich guck gerade, ob ich auch eine habe. Na klar habe ich eine, aber halt einen Autosniper. Die sind ja auch nur Level 7 und 8, das ist einfach echt. Ja, eben deswegen ist ein Autosniper mit der wenigen Munition nicht ganz so gut. Bring mir mehr Asche. Gut, also ich habe keine Feuerwaffe. Dann halte ich raus. Kann ich mal bitte aufhören, irgendwie eingekämpft zu sein? Ja, ist ein Pyro, den solltest du erstmal mit einer anderen Waffe umbringen. So. Nö, oder einfach nur schlagen. Feuer, aber Clayton will, dass du sie verbrennst. Schwierig. Du könntest sie mit einer Nicht-Elementarwaffe schwächen und dann zu einer Feuerwaffe wechseln, um ihnen den Rest zu geben. Was ist schöner als eine Handvoll Asche? Nichts. Nichts. Das reicht, meine junge Fackel. Der Firehawk lächelt auf uns herab. Bring mir die Asche. Ja, kein Stress. Ich bring ihm die Asche schon, okay. Ich komme mit, ich habe den Kerl noch nicht gesehen. Ah, okay. Da. Ja, okay. Diese Kinder kennen nun eine Ekstase, von der ich nur träumen kann. Dank schlechte Nachrichten, Fackel. Unter uns sind Götzendiener. Verräter an ihrer einzig wahren Mutter. Unter dem Firehawk. Sie folgen einem heidnischen Halbgott namens Scorch. Ich flehe dich an. Vernichte diesen falschen Propheten und alle, die ihm Gefolgschaft leisten. Ist doch egal, ob sie jemand anderes anbieten. Spiel einfach mit. Clayton muss dir vollständig vertrauen. Wenn sie irgendwas im Schilde führen, das wir unterbinden müssen, erfahren wir nur so davon. Ach, das ist so eine Waffe. Okay. Kommt ihr? Ja, wohin? Ja, zum nächsten Punkt, zum Scorch. Achso. Ja, kann man machen. Das ich bin einfach fasziniert, weil ich einerseits einen Elektroschock beim Nachladen abgebe, andererseits eine Waffe habe, die ich nicht nachlade, sondern wegschmeiße. Lol. Das ist sehr lustig. Auch gar nicht ganz präzise im Bildschirm Teddy Ohr eingeblendet wird. Wir sind irgendwie auch voll überlevelt, das ist zwar voll langweilig hier gerade, aber wir sind natürlich schnell fertig. Jo. Ich warte noch kurz auf euch. Ja. Bosskampf? Naja. Epischer Bosskampf. Aha. Gefahr! Da nix hinter. Juhu! Ja, Level 10, Junge. Ich weiß. Der falsche Prophet ist vernichtet. Ich spüre, wie der Firehawk auf uns herablächelt. Spürst du es auch, junge Fackel? So gruselig dieser Kult auch ist, irgendwie schmeichelhaft, dass sie glatt den falschen Gott meinetwegen töten. Ich bin geil! Und sowas kriegt im Wissenschaft- und Technikwettbewerb nur den dritten Preis? So ein Kommentar beispielsweise, meinte ich. Bin ein schlechter Mensch. Map. Ja, die Richtung passt wieder. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so geplant ist, hier kommt man nämlich wieder hoch. Okay, es ist so geplant. Jo. Bin immer um die Ecke gelaufen. Ich
Ich wusste nicht, dass man... Doch, kannst du sonst aus Norden, glaube ich. Ach so, aber... Ja, das ist sowas von wert. Die Gegner sind hier alle so gefährlich. Plasma-Kugeln. So kann ich meinen Anarchierang halt verbessern. Anarchierang? Ja, yeah, ich hab einen. Moment, was war das nochmal? Oh, hi. Best. Gut. Du bist mehr. Das Töten eines Feindes und so weiter und so fort gibt mir Anarchiepunkte, das plus 1,5%. Ja. Vielleicht sollten wir sie in Ruhe lassen. Besserer Schaden. Aber der Firehawk hat im Traum zu mir gesprochen und ein weiteres Opfer verlangt. Nein, hab ich nicht. Die Verbrennung seines Lieblingssohnes, des Zwergs namens Matchstick. Du musst ihn zum emporragenden Drachen im Southern Shelf bringen und ihn im Maul des großen mechanischen Biestes, das dort haust, entflammen. Nein, habe ich nicht. Ich glaube, man kann ja einfach direkt schnell reisen, oder? Ja, das geht schneller. Jo. Dann machen wir das so. Ey, schade, dass die Schnellreisepunkte nicht angezeigt werden, sondern nur die normalen Ortsportale. Ja. Wenn du an Mord denkst, dann hat er Raketen? Nein, hat er nicht. Warum verkauft er keine Raketen? Bah. Lass es nicht zu sehr krachen! Belaste dich dein vieles Geld! Tu das tatsächlich, ja? Mhm. Was? Belaste dich dein vieles Geld? Ja. Ja, 20.000 mehr rumschleppen ist schon ein bisschen was erdrückend. Wenn man bedenkt, dass es alles zu Hyperion kommt, wenn ich das nächste Mal sterbe. Diese Marauder sind witzlos. Die machen nicht mal mehr Schaden an mir. Die kriegen die 1400 Schild, die ich habe, gar nicht gut. Ja. Ihr hört gerade so ganz sanft meinen. Doink! meinen Waffenschaden. Warum hast du gerade gelacht? Dass sie Doink gesagt hat. Doink! Ja. Ah. Mhm. Ich erinnere mich an diese Stelle. Ich bin auch früher immer seitlich runter. Mhm. Ebenso. Mach die sterben. Ich wollte sagen, Matchstick hat mir irgendwas gesagt vom Namen her. Glaube ich zumindest. Nein, hier geht's nicht lang. Digga, meine Güte. Was ist, wir waren hier lang nicht mehr. Nur nicht auf diese Einbrücke, ja. Man kann einfach allem ausweichen, weil hier keiner einen mehr interessieren zu hat, zu brauchen, getan. Dann hüpfe ich hier die schöne Abkürzung, die ich kenne. Die aber erst da hinten irgendwo kommt. So. Während wir uns noch um die dicke Bertrand Boom kümmern. Einfach. Warum macht er das eigentlich? Der alten Zeiten wegen. Und wie gesagt, für meinen Anarchierang. Den hast du mir immer noch nicht erklärt, übrigens. Mehr Schaden, weniger Präzision. Ah. Das Ach stimmt, ich muss hier ja. Jedes Mal, wenn ich einen Gegner töte oder ein Magazin komplett verbrauche. Das ist mir voll neu. Hättest du mal die Videos geguckt. Nee, lieber nicht, ne? Festpunkt? Was? Egal, im Questpunkt drin. Sehe nichts. Bringe es zum Frachter. Schau mal hoch.
Ach, da oben, okay. Passt. Deswegen laufe ich ja den ganzen Weg hier. Du musst nämlich das ganze Gebiet nochmal durchlaufen. Vorteil ist, dass ich in dem Gebiet diese kleine Abkürzung kenne, die einem so einen halben Weg spart. Das ist schön. Kannst du uns vielleicht mal verraten? Wir hängen ziemlich weit zurück. Da muss man halt über zwei Häuser hüpfen, da kann man gleich über den Zaun rüber. Mehr ist das nicht. Das ist nicht viel. Ich will nur selber durch, weil ich keinen Bock habe, von den ganzen kleinen Viechern angeballert zu werden. Ja, ja. Zeit für Roboter-Action! Weil dann die Szene der Verbrennung könnt ihr euch gern mit angucken. Auf jeden Fall. Muss ja auch. Ist ja. Ich hab ja die Aufnahme hier. Bleib ich mal hier stehen und hol mir die Muni hier nochmal wieder. Braver Junge! So. Geil! Und sowas kriegt im Wissenschaft- und Technikwettbewerb nur den dritten Preis? Ja. So ist's gut, Junge! Einfach die ganzen Wege rauf. Sind ja ausgeschildert. Schon der Weihnachtsmarkt. Passt jetzt irgendwie fast. Ja. Ja, so irgendwie habt ihr schon geschmückt, wir noch nicht. Noch kein Weihnachtssturm in diesem Haus vorhanden. Mhm. Oh. Naja, bei mir auch nicht. Aber wird auch nicht sein. Ich? Never, nee. Oh. Hi. Sagen wir so, bei mir steht schon ein Weihnachtsbaum im Garagentor, aber ansonsten, der ist noch nicht geschmückt. Das ist erstmal ein Baum. Ja, den hab ich heute gesehen. Das ist korrekt. Bis bald, mein Freund. Wer will, kann sich hier hinten gerne wieder Captain Flint angucken. Aber wir gehen in die andere Richtung. Also echt, wenn diese Typen sich partout gegenseitig abfackeln wollen, dann kann uns das doch eigentlich egal sein. Ich meine, ist doch wahr. Wo sie recht hat. Zum Verbrennungssteuerpult und erfüll ihm seinen Wunsch, wenn es sein muss. Tu den. Lieben gern. Ich fühle deine Umarmung, Feuerhof! Ich liebe dich! Ich liebe dich zu dir! Okay. Das war echt schräg. Ach was? Ein bisschen. Ein ganz klein bisschen. Moni! Halt nicht. Was denn? Aber ein Vorteil ist, glaube ich. Ich komme hier nicht drauf. Ah, da kommt man hin. Man konnte von dem Schiff meistens einfach runterhüpfen. Ja. Ciao! Was? Wie hast du das gemacht? Sag Sprung. Danke sehr. Ah. Oh, ich hab grad wieder ein bisschen Internetprobleme. Hast du? Oh, ist schlecht. Ja, aber. Das ist ganz schlecht. Ich hör's, ja. Och nee. Naja, jetzt geht's ja grad wieder. Nee, es geht gerade überhaupt nicht. Mein Bild hängt wie sonst was immer. Ist überhaupt gar kein. Ein bisschen. Dann kümmern wir uns da gleich drum. Ja, aber ich sehe es, du springst wieder. Ja. War derbe. Nee, ich hab die richtig aufgeräumt, obwohl das nicht nötig war. Boah, ne? Kostet ja nix. Konst schiebt mir die Muni in den Hintern. Nicht nur ja.
Gerne. Hey. Nein! Arsch. Man hätte auch einfach außen rumgehen können. Ja, aber das ist kürzer. Warum gibt's im Spiel eigentlich nicht sowas wie ein Jetpack oder so? Das wäre ja voll geil. Ach, wir könnten jetzt da zu dem Schiff gehen. Aber das wären wieder zwei oder drei Ladezonen, deswegen auf zum Killer Point. Geil. Ich schnauf, mag schnauf, das Spiel. Schnauf, wenn schon. Schnauf. Als ich diese Nebenquest alleine gespielt hatte, habe ich den Schnellreisepunkt übersehen. Das war so ein langer Weg, ey. Das war wenigstens ein nerviger Weg, sagen wir so. Weil du musstest quasi über zwei von diesen Schiffen dann da bei dem ersten Eisgebiet, wo man zum ersten Mal die Karren kriegt, auch nochmal durch die ganze Map laufen quasi, das ist schon toll. Oh, kannst es raus. Okay, perfekt, super, Hammer. Ja, wenigstens gerade im Wechseln. Ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Oh. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Nein, nutze ich die Zeit jetzt einfach zu rüsten. Jo. Boah, drei Lebensader, zwei Verlängerungsskills. Was waren das eigentlich einmal für Skills? Haha. Dreimal Lebensader, zweimal Verlängerung. Ich hoffe, du bist geimpft. Alles nix. Jetzt lag's erstmal nicht mehr rum. Ach, schön. Die bringen mir beide nichts, weil die nur Sachen verlängern, also verbessern, die ich noch gar nicht freigeschaltet habe. Okay, schade. Alter Markus, hör auf, mir ins Ohr zu labern und gib's mir auf den Sack. Danke. Was habe ich denn für Klassen mit hier rumliegen? Helios und kinetisches Abprallen. Was sind die beiden denn? Ja, wahrscheinlich hier drüben, ne? Jetzt wird aufgerüstet! Ja, er ist wieder da. Ich hab mich festgebackt, juhu! Also hier. Hi. Du hast es geschafft. Bin hier reingelaufen und komm nicht mehr raus. Soll ich dir helfen? Einer von uns wird sterben! Wahrscheinlich du! Okay. Hoffentlich! Ich denke schon! Wow. So, komme ich jetzt hier raus? Nein. Vielleicht kannst du dich jetzt ein bisschen bewegen hier. Mir. Normal müsste es gehen. Geht nicht. Kein Stück. Das ist scheiße. Ich habe die Ballerei unterbrochen, um dir zu helfen. Ah. Ja, okay. So widerlich. Gut. Wobei gerade ich mich ein Stück weit bewegt, glaube ich. Habt ihr eine verpasst? Hey. Ja, alles gut. Das dürfte eventuell sogar klappen. Was denn? Wenn wir nochmal so ein Duell machen und ich Nahkampf mache, ich dürfte dich dann so ein bisschen wegbashen. Ja. Könnte. Läuft das, oder? Ja, du musst mich erstmal rausfordern oder so, glaube ich. Du, ich
mich! Einer von uns wird sterben! Jetzt. Wahrscheinlich du! Okay, dann. Ich denke, nee, es hat nicht zu... Doch! Ja! Perfekt! Ah, vielen Dank, du Vogel! Was? Come on! Come on! Come on! Musste sein, come wenn, on. Du, wenn du mich schon umbringst. Ich wollte dich ja nur da rausdingsen. Ja, ja, danke. Dem Schlag. Ich weiß, dass der. Wirklich? Immer mal wieder. So, da. Bitte sehr. Was, er hat so eine Aufladezeit, aber der kann so Rückstoß machen. Wie du sehen dürftest, habe ich momentan einen anderen Klassenmod drin. Hm? Sieht nach Medic aus. Merciful Nurse. Ihr habt jetzt alle, Moment. Ich habe jetzt hier Teamregeneration drauf. Oh. Von 3. Aber ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin, weil es gibt mir halt. Was macht mir das? Ach, das bringt mir gar nichts. Das andere bringt mir halt. Nee, lass mal. Jetzt nicht. Wahrscheinlich du! Das andere ist mir einfach, das ist einfach besser, weil das einfach mir A, mehr Magazingröße gibt und B, fast 20% schneller schießen. Das ist halt einfach schon geil. Ja, ich meine, Regeneration ist jetzt auch nicht so unbedingt gut, zumal das anscheinend nur bei sehr niedrigem Leben geht. Woher habe ich das komische Schild hier? Aufgehoben wahrscheinlich. Ja, ist Level 8, das wird wohl niemand von euch benutzen. Diese lila Geschosse von dem Teil hier echt geil. An sich, die Waffe sieht übertrieben krass aus. Die hier auch. Okay. Und noch eine Aggression. Was hast du da gefunden? Hä? Was ist das für eine Laserwaffe, Alter? Das E-Tech? Ja, nee, ist Tidior. Die E-Tech? Ja, erzähl mal. Das ist die aus der Kiste. Aus okay. Der Goldkiste. Hab ich damit irgendwie noch nie direkt gesehen. Aus Flammenwerfer vorne. Weißt du, mit diesem Feuerzeug unten dran? Mhm. Schießt irgendwie komische Plasterbällchen oder so. Boah, sieht jetzt geil aus. Und fliegt hinterher. Ui. Ja, cool. Sehr schön. Mhm. Ich finde die Sniper einfach cool vom Aussehen her. Oh nein, ich wackel wieder rum. Oh. Ja gut, dann sollten wir es vielleicht mal sehen, wenn das jetzt schon wieder losgeht. Können wir wenigstens noch die Quest abgeben? Yay, ich bin wieder da. Okay. Okay. Alter. Ich glaube, das ist mein WLAN-Stick irgendwie, der sich verabschiedet will. Ja, WLAN-Gaming ist eh keine gute Idee. Danke, Fackel. Wir werden Matchstick bald folgen. Die große Entflammung steht bevor. Der Moment der Entflammung ist gekommen, junge Fackel. Zeit, die Ungläubigen unserer Flammenmutter zu opfern. Aha. Wie, hat die jetzt übrigens nichts gesagt? Ah. Sprach von Entflammung? Das könnte übel werden. Vielleicht ist es aber auch nur so eine Art Grillparty. Geh einfach unvoreingenommen an die Sache ran, okay? Diese Typen sind gar nicht so übel. Ah, ja. Woher habe ich die komische Sniper hier? Nehme ich automatisch Waffen auf, das kann natürlich sein. Komm ich hier drüber? Nein. Du hast Großes Gerade. Geleistet, Fackel. Sobald die Entflammung vollzogen ist, erwartet uns alle unsere Belohnung am lodernden Busen des Firehawks. Ich finde es sehr interessant, dass sie das so nicht sagt. Der lodernde Busen des Firehawks? Ich war mir so sicher, dass Lilith dazu was sagen würde, aber sie sagt dazu einfach nichts. Hast du eine Feuerwaffe in der Hand, oder? Ja. Okay, dann schieß einfach auf diesen Hawk drauf, passt schon. Vorbereitungen sind abgeschlossen. Kehre zu mir zurück, damit das Menschenopfer beginnen kann. Okay, das klingt ziemlich übel. Geh zu diesem Entflammungsdingsbums. Wenn es gruselig wird, erscheine ich dort. Sei vorsichtig. Okay, da lang, gut, da lang. Obwohl, das eine Mal kam ich da nicht hin.
Na ja, komm, wir suchen nicht hin, wir müssen andersrum. Gut. Auch wenn ich es hasse. Da bin ich froh, dass ich ja schon gespielt habe, weil da bin ich auch erstmal ganz weit im Kreis gelaufen. Mhm. Ja, ein XP. Okay. Für irgendwas. Ich bin doof. Das ist wirklich exakt der Rückweg. Hä? Ich hab die Karte fast schon im Kopf gehabt, passt schon. Wir geben uns eine Erfahrung, Leute. Ja, aber mein Archivwert. Wer schon auf 61? Wir sind an der Skiwelt suchtet. Ja nun. Nee, hier kommen wir so auch nicht hin, Moment. Ich meine, für jeden Anarchiepunkt kriege ich 1,75% Schusswaffenschaden drauf, das ist gut. Jetzt bei über 100% tatsächlich. Ach stimmt, wir müssen... kommt man hier da außen rum oder nicht? Das ist die Frage. Ansonsten müssen wir gleich nochmal den ganzen Weg zurücklaufen. Wird schon gehen. Ja, danke, klebt mich einfach jetzt fest. Jetzt will ich Kleinholz sehen! Kackvieh. Ja, hier kommt mal wieder hoch. Oh, die stinken, ey, diese Viecher. Immer aufhören. Oh, Beuteschurke kolliert. Was? Was hast du? Beuteschurke kolliert. Ehrlich? Da kommen wir auf. Ja, von der anderen Seite normalerweise. Ne? Da. Immer Müll drin. Ja. Ja, die Moni ist gut. Auch das Maurer-Dekolleté. Ja, ne? Ich wollte nicht zum Gast gehen. Ich habe eine Skin-Anpassung bekommen. Eine Skin-Anpassung? Ja. Für Badass. Was für eine? Zeugs. Ah. Sag nicht, sie ist grün. Warum? Also so heißt. Ah. Ihr kommt klar da vorne. Ja, ja. Och, alles super. Können einem sowieso nichts, diese Feinde hier. So schön aus hier. Ja. Ich schaue jetzt mal auf die Karte. Das klappt einfach so nicht. Wir können hier nicht lang. Kommt wieder dahin, wo wir nicht hin sollen, ja. Deswegen. Ich hasse diese Stelle. Die erklärt sich einfach nicht von selbst und ich stecke fest. Danke. Ich schau mal kurz einfach, ob ich den Weg finde und dann passt das schon. Jo. Wenn es das ist, was ich mir denke. Ja, aber dann müsste es lang gehen, oder? Nein, natürlich führt es genau um diesen Weg außen herum. Okay. Warum bist du da unten? Was? Warum bist du da unten? Bin... sehr weit weg. Schau mal auf die Map. Ja, habe ich doch gesehen. Da ist so ein X. Das ist aber so eine Brücke und da kommst du nur von einer Seite aus ran. Einer unserer Schüler kam wie immer von seiner Morgenpatrouille zurück. Außer, dass er dieses Mal brannte. Seine Haut war schwarz und kross. Seine Stimmbänder gekocht. Als wir um ihn kreisten, bereit seine Kohle aufzuteilen, schrie er mit letzter Kraft ein Wort. Feuerhawk! Auch eine Kaltglasmalt, ja. Ja, Kalt ist halt, ne? Ich hätte gleich diesen Weg laufen sollen. Schön. Ich habe es beim ersten Mal gespielt, habe mich über diesen Weg abgefuckt und
kannst du beim zweiten Mal nicht besser machen, weil der Weg einfach immer noch so abgefuckt ist. Weil man nämlich einmal hier ans Außenrum muss und dann nochmal im Kreis hier. Man muss nämlich da unten lang, das ist es eben. Okay. Glaube ich. Vielleicht habe ich es immer schon wieder falsch gemacht, aber. Ist eigentlich ziemlich